Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tomb Raider 2. Im letzten Part habe ich das Ding doch relativ passabel bedient. Ich hoffe, das ändert sich nicht. Fahr bitte in den Abgrund. Nö. Da ist die kletterbare Wand, wie man sieht. Also die solltest du jetzt gerade gesehen haben am Abgrund, die kletterbare Wand. Nee, habe ich nicht. Ich habe irgendwie auf den Sprung geachtet. Zu deiner Rechts. Nicht. Da. Ja. Kann ich da... Halte ich fest. What? What? Ich lade mal. Ich bin wirklich, wirklich scheintot. Läuft. Aber so richtig scheintot. Da war nichts mehr. Aber gar nichts. Ja, dieses Sport überlebt dann, ey. Ich glaub... Tschüss. Ja, fahren. Bist du in den Abgrund gefahren, oder was? Indirekt, also nicht wegen... Also schon, weil ich gefällt habe, aber eigentlich, weil das Ding irgendwie sich an der Kante aufgehangen hat. Also ich wollte absteigen, aber dann ist das Ding da runtergefahren. Das Absteigen ist das Schwierigste in diesem Spiel. So, und jetzt, genau. Jetzt mache ich einfach den hier. Weißt du nicht, was da unten alles ist jetzt? Kann ich jetzt nicht, ohne runterzufallen, einfach mal hier so hoch? Na? Ja, genau das. Aber was bringt mir das? Viel bringt dir das jetzt, glaube ich, nicht. Das ist korrekt. Sind da noch Schneeleoparden? Ja, das denke ich mal. Vor allem, guck mal, wie wenig Leben ich hatte und mit was ich es überlebt habe. What? Oder ich war tot. Und ich wusste ich hätte es. Ich habe das eigentlich schon als tödlich angesehen. Ich habe nicht mal die Hälfte der Leben weg, von daher. Irgendwo war hier Granatenmunition, habe ich von oben gesehen. Wo waren die? Ich weiß nicht, wo du die gesehen hast. Von oben auf jeden Fall irgendwie. Und ich glaube, da war ich noch auf der anderen Seite. Das heißt, es muss irgendwo hier sein. Also da bin ich doch rübergesprungen. Ja, und hier irgendwo muss dann immer Granatenmuni sein. Vielleicht musst du jetzt erst da hochklettern? Das kann sein, ja. Das könnte mir. Das wäre wieder so typisch. Du kletterst, springst rüber, um runterzuklettern, um auf andere Seite hochzuklettern, aber von da kommst du nicht wieder rüber oder so. Moment, hier bin ich doch beim Jadedrachen, wenn ich da hochgehe. Na. Ja? Ja, sehr sicher sogar. Meine ich? Ja, absolut. Hier habe ich doch Granaten gesehen von da oben. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wo du die gesehen hast. Ach, ich gehe jetzt einfach da hoch und dann... So. Da! Da sind sie doch. Natürlich. Wie bist du an denen vorbeigerannt? Ich weiß es nicht. Also ich habe ja immer noch die Entschuldigung, dass ich ein Delay habe. Du? Ach, noch tiefer. Ah... selbstverständlich. Jetzt kommt. Ja, selbstverständlich Core Design. Mhm. Am Arsch! Das sind zu viele! Das sind zu viele! Aber die haben sich nicht wirklich dran gestört und ich habe die Automatik gehabt, von daher passt. Aha. Er benutzt Automatik. Oh mein Gott, er nimmt nicht die Pistolen. Am Ende hat er zu wenig Munition. Ja, irgendwie mag ich die Automatik, von daher nehme ich die jetzt auch. Und ich hab so, davon eh noch bist, genug. Kannst du speichern und dann geht die wilde Fahrt weiter oder so? Lara. Würdest du dich bitte irgendwie zu bereit erklären, da hochzugehen? Vielleicht irgendwie. Nein. Sie hat keine Lust. Sie hört nicht auf dich. Die hört auf gar keinen. Die hört nur auf ihr Schneemobil, was dann in den Abgrund rast. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Granaten ich habe. Das geht doch schon nicht mehr an. Ich habe von diesem Kack-Steindrachen so viele gekriegt. Oder von dem letzten Drachen. Das muss ich jetzt echt mal gucken. 44 Granaten. Wenn du triffst, kannst du 44 Viecher damit töten. Ja, das ist nicht so viel eigentlich. Das hast stimmt. Du gespeichert? Nein, werde ich jetzt. Ach, das sind so Schneebälle, richtig. Moment.
Wie war denn das? Warum? So auf jeden Fall nicht. Also, an Abgründen ist es wirklich scheiße. Du rutschst da irgendwie automatisch runter. Das ist nicht nett. Mit Steuerung. Hat so ein bisschen mehr Speed. Ja, easy. Total einfach. Bist du scheintot? Ja, doch, bin ich tatsächlich. What the? Warum bin ich scheintot? Nö. Warum bin ich scheintot? Das sehe ich nicht ein. Ah, ich verstehe. Was zum Geier? Was war das denn? Was zum Teufel? Ja, geil. Wenn du das jetzt schon geschafft hättest, hättest du wenigstens wieder zurückgehen können und da runterklettern können, weil da war irgendwas mit Klettern vor den Schneebällen. Echt? Siehst du, wie die Kletterbahn war? Ich sag's doch, das ist einfach dumm. Egal wie nah du... Kletterbare Wand bei dem Tod gerade eben... Ja, hab ich. Also, ich weiß nicht, ob dort was ist. Ja, ich wollte jetzt klettern. Das ist einfach an den Abgründen total dumm. Das war perfekt. Ja, und jetzt habe ich auch das Delay wieder. Aber was will ich denn bei der Kletterwand da? Ich weiß nicht, ist da unten vielleicht was? Ich würde von hier oben mal gucken. Falls man von oben überhaupt was sieht, ich weiß es ja nicht. Da ist aber so ein Eingang, ich denke doch, dass da was ist, ja. Lieber runterklettern, als später nochmal zurück zu müssen. Kaum macht er was richtig, geht das Delay los. Ach, oh, ein Schlüssel. Oh, dann war es ja gut, dass wir da runtergeklettert sind. Ah, ich weiß bestimmt, wofür der Schlüssel ist, und zwar für die Hütte da oben. Moment, sind wir denn einmal im Kreis gefahren? Möglich. Was ist denn hier jetzt überhaupt? Fischi. Was zum... Ja. Typ, du hältst zu viel aus. Ja, die werden jetzt nicht noch mal kaputt schießen müssen. Das stimmt. Oh ja, mhm. Selbstverständlich. Speicher. Nö. Das, geht das auf von alleine? Nein. Nö. Was hat das jetzt? Ah, da ist ein Hebel. Ach so, jetzt sind die Eiszapfen auch klar. Ja, eben. Moment. Wenn du jetzt da durchgehst, ich glaube, ich weiß, wo du rauskommst. Weißt du das? Ich denke. Aha. Ja, ich hab's geahnt. Weil jetzt kommst du wieder nach oben zu dem Schnee. Oh, Lara. Mobil vielleicht? Ja. Ach, das war schon falsch. Richtig hier. Ja. Warst du nicht schon? Ich muss einfach jetzt nur zurück zum Schneemobil. Ja. Oh Gott, und jetzt wieder so ewig lange klettern und klettern und klettern. Ja. Kannst du da oben überhaupt langkommen ohne Schneemobil zu? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich dürfte da schon langkommen. Gehe ich mal stark von aus. Ja, doch, vielleicht, nein. Ich denke ja. Lieber speichern. Wenn nicht, dann... Ja, was ist dann? Dann habe ich ein Problem. Aber es geht natürlich. Na gut. So, was geht hier weiter? Wobei, was war denn da jetzt? Frag mich nicht. Oh nein, ich weiß, was gleich kommt. Ach, da war gar... Moment. Da war ein Hebel? Ja. Ich kann echt nur mit Alt und rechts absteigen, mit links nicht. Mod?
Ja, deswegen bin ich auch in den Abgrund gefahren. Ich habe mich nämlich manchmal entschieden, links auszusteigen, demnach alt links gedrückt, aber dann ist sie einfach in den Abgrund gefahren, statt irgendwas zu machen. Es geht nur mit rechts. Das ergibt gar keinen Sinn. Nee, aber so ist es. Und deswegen bin ich ja in den Abgrund gerast, weil sie irgendwie da eine Kurve gemacht hat. Wo sind wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hä? Lauf einfach mal weiter. Ah. Hä? Wofür Was ist das? ist... Ich weiß nicht. Das scheint mir ziemlich unnötig. Ja, mir auch. Vielleicht haben sie es mal irgendwann vergessen, aus dem Level rauszunehmen. Keine Ahnung. Das ist ziemlich unsinnig. Wenn Naja, Sie wie auch immer. meinen. Ich weiß aber auf jeden Fall noch, was Was jetzt denn? gleich kommt. Schnell wieder zumachen, oder? Oh Gott. Oh Mann, das graust mir jetzt schon. Wann kommt dieser Typ denn? Ich weiß es nicht, was du meinst, aber gut. Das ist doch dieser Typ. Ach, ich weiß, wen du meinst. Ja, ne? Genau. Der hat auch ein Schneemobil und so. Ja, nur ist das nicht schnell, sondern hat andere Qualitäten. Ja, es kann schießen. Da ist ein Schlüsselloch. Vielleicht kann ich ja einen Schlüssel reinstecken. Den? Zugbrückenschlüssel. Tatsächlich. Ja, damit du da oben rüberfahren kannst. Und dann kommt der Typ, glaube ich. Vielleicht kommt er auch jetzt schon. Ich meinte ja auch, wenn du das dazu gemacht hast. Kann ich irgendwie die Schneebälle anlocken? Nein. Kann der wirklich an der Stelle? Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil das mit dem Eis hier ist, da erinnere ich mich dran. Da hätte man nämlich von dem Typen sterben können, weil er dich überfährt. Das weiß ich noch. Deswegen kann das nur hier sein. Speicher einfach und fahr erstmal weiter. Kann man den Tod bremsen? Ja, Tod bremsen, richtig. Kann man Nein, den Tod fahren? Ich glaube nicht, ne? ich glaube nicht. Nee, Verdammt. nee. Speicher einfach und dann. Plip. Ram, dam, dam. Ja, Staffel ist cool. Jetzt kommt er. Ich höre nämlich irgendwie Musik. Ja, ja, wo ist er denn? Hallo? Das ist eigentlich der Moment, wo ich einen Gegner erwarte, aber... Ich weiß, hast du jetzt in der Mitte das kaputt gemacht irgendwie durch das? Ne, du musst erstmal die Lawine auslösen. Ah. Du musst die Lawine auslösen. Jetzt bist du ja wieder relativ unten. What the? Ja, jetzt musst du wieder zurück dahin, wo du gerade warst. Ja? Ja, aber pass auf, jetzt müsste der Typ da sein. Aber ist es nicht auch okay, wenn ich jetzt hier rüber gehe einfach? Da sollte jetzt noch der Schlüssel für die Hütte sein. Ich kann gar nicht zurück, so viel dazu. Okay, dann musst du erstmal mal weiterfahren. Aber du musst da wieder rein. Bin ich mir ziemlich sicher. What? Ja, stimmt. Wie gesagt, ich weiß auch, dass es auf jeden Fall so war. Ach, jetzt sind wir da, wo wir gerade waren. Ah ja. Speicher. Ja, der wird nämlich jetzt kommen. Ja, den Schlüssel holen wir uns noch, glaube ich, und dann. Ich glaube, du musst erst den Schlüssel, der irgendwo ist, und dann kommt der Typ. Der muss Der irgendwie kommen. Schlüssel. Ja, der ist doch am Boden, richtig. Ja, genau. Ja, es ist ja typisch, dass der Typ dann kommt, wenn man einen Schlüssel hat, klar. Sehr schön. Was? Wie viel zieht der ab? Ja. Wow. Okay, ich habe ihn unterschätzt. Was zum Teufel? Mal Der sehen, hat... wie lang der Part jetzt wegen dir wird. Weißt du, ich nehme einfach mal die M16. Und ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt einfach frontal vor dem hinstellen.
Also so. Und nachdem ich den Schlüssel habe, werde ich einfach gib ihm. Ich bin gespannt. So, speichern wir hier nochmal. Ich will keine unnötige Zeit. What? Wie, er kommt? Was? Nein! Er kommt schon? Ich glaube, jetzt hast du so ziemlich deinen Tod gespeichert. Vor allem, wie sie fällt. Glaube, ohne Medipack kommst du jetzt nicht mehr drum herum. Oh nein, was ist das denn bitte jetzt? Warum kommt der Typ bitte schon? Sag mir das mal. Design. Ich hasse ihn. Du musst ein Medipack nehmen, du kommst nicht mehr drum herum. Ey, du elendiger Drecksack, Mann. Ja, Moment. Ich habe noch einen Speicher davor. Nee, 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 nee. Also, er kommt. Aber wann kommt er denn jetzt eigentlich Sobald genau? du bei dem Schlüssel angekommen bist, würde ich sagen. Vielleicht auch jetzt schon? Nee. Ich wäre dir sehr verbunden, Lara, wenn du das jetzt so machst. Ja, danke. Lara, du bist eine taube Nuss und auch dumm. Ja, knall ihn doch ab! Natürlich fährst du mich tot. Ja, wenn du das kannst, kann er das natürlich auch. Ist unfair. Nur ich habe das Das Privileg. ist unfair. Es würde mich jetzt noch wundern, wenn die Hitrange die gleiche ist, dann fährt er nämlich Kilometer an mir vorbei und ich bin trotzdem tot. Ja, das wusste ich nicht. Hä? Ich lebe noch! Ja, jetzt bin ich tot, oder? Jetzt Ja, bist jetzt bin ich du. tot. Moment, ich muss vorher mal was ausprobieren. Und zwar vom Sprung her überhaupt, ob da was möglich ist. Wenn ich theoretisch hier lang fahre. Ja, der kann aber überall, der Tünnis. Jetzt bin ich eh tot. Jetzt bin ich eh richtig tot. Wenn du ihn jetzt tötest, dann feiere ich das. Herzlich. Logik. Wo ist er? Jetzt werde ich erstmal speichern. 2 Meter weiter. Jetzt will ich speichern. What the fuck? Well. Aber sie konnten noch einen Rückwärtssprung machen. Ja. Ja, wo ist er denn? Das kann doch nicht sein. Ich bin echt gespannt, wie lange der Plan geht. Also mit Medipack würde ich glaube ich sagen, wir müssen es locker schaffen. Ja, ich glaube, der hat einfach zu viel Feuerkraft. Viel zu viel. Was ist eigentlich, wenn du einen Granatwerfer bist? Ah ne, der fährt zu schnell. Ja. Das wäre wirklich, aber der fährt zu schnell, das ist das Problem. Obwohl, der kommt ja von geradeaus auf dich. Fuck, der hat mich angefahren. Den, den, den. Wie viel hält der eigentlich aus? The amount of way too much. Ja, ich habe kein Medipack genommen, ich dachte schon. Warum hat der mich getötet? Wo ich doch Medipack. Ach nee, habe ich nicht. Kleiner Pisser. Als ob! Ich wusste, dass so ein Scheiß passiert. Ich wusste es. Das kann Medipack genommen. Ah, doch, hier. Der Typ hat aber keinen Bock mehr. Ja, wenn du jetzt wieder hingehst, dann kommt er. Er ist da. Sollte ich jetzt speichern? Weiß ich doch nicht. Halt drauf! Was? Wie viel hält der Pisser denn Probier aus? es einfach mal mit dem Granatwerfer. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber man kann ja mal ausprobieren. Ja, geil.
Boah, geil! Ja. Okay, wir können's lassen. Definitiv. Ich seh's nämlich nicht. Das muss, glaube ich, so verfehlen. Lara. Ey, du Pisser, Mann. Die M16 stärker als Automatik. Hä? 16 ist auf jeden Fall stärker als Automatik. Ja, ja, ich weiß, aber. Bei 20 Minuten sind wir auf jeden Fall locker schon angelangt. Manager irgendwie aktiviert. Was zum. Fail. Ja, ja, ja. Ja, das war er. Ey, wenn das Ding jetzt so steht, dass ich es nicht krieg, ne? Du könnt. Ach so, du willst das Fahrzeug haben, du brauchst das andere eh, weil du schnell sein musst. Ah, okay, dann geht's. Soweit ich weiß, musst du das andere Fahrzeug benutzen, um weiterzukommen. Hast du den Schlüssel? Nee, noch nicht. Weil dann kannst du den Part nämlich danach beenden. Du bist bei 20 Minuten schon locker drüber, glaub ich. Oh, Mann. Übel. Ja, ich würde sagen, in 4 Monaten sehen wir uns wieder. Oh, übel, übel. Na, ich glaube nicht, dass es diesmal so lange dauert. Ich hoffe doch nicht. Ach, er will noch aufs Schneemobil, damit er weiß, was er machen muss. Ja, irgendwie. So. Ach, keine Ahnung. Hier will ich jetzt speichern. So. Yay. So, dann bis zum nächsten Mal in 4 oder 5 Monaten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Bis dann.